Und hallo YouTube und willkommen zu unserem neuen Lore-Projekt und zur Folge 0 der keltischen Mythologie. Ähnlich wie beim Start des Projekts der germanischen Mythologie will ich euch mit dieser Folge 0 eine kleine Einführung in dieses Thema geben. Einen Überblick über das Projekt der keltischen Mythologie, über die Quellen und die Geschichte der Kelten und wie uns diese überliefert wurden und auch über die Kultur der Kelten und deren zeitlichen und geografischen Rahmen. Dazu soll auch ein sehr kurzer Überblick über die Geschichte der Kelten gehören. Da die Folge 0 aber natürlich kurz bleiben soll, werden wir hier noch nicht wirklich ins Detail gehen, aber dazu sind ja die Videos im eigentlichen Projekt da. Der Begriff Kelten wird heute mit vielen Dingen verbunden. Von Druiden und heiligen Hainen, über Feen und die Anderswelt, bis hin zu einem kleinen Dorf in Gallien, das Caesar und den Römern Widerstand leistet. Es gibt heute viel keltische Kunst, Schmuck und Musik, und es gibt so manche Bewegung, die den keltischen Glauben, die antike Kultur oder das Druidentum in der Neuzeit wieder aufleben lassen wollen. Für so manche Gruppe, wie zum Beispiel Leuten aus Irland, Schottland oder Wales und weiteren Regionen, ist der Begriff keltisch dazu auch noch eine wichtige Selbstbezeichnung und Identität. Nicht zuletzt als ein Begriff der Einheit und denen als keltische Nachfahren. Aber sogar für Europa allgemein wurde diese Idee schon verwendet. Die Kelten wurden schon als Motiv eines vereinten Europas dargestellt, als ein uraltes europäisches Volk. Vieles an diesem komplexen Begriff und Motivs der Kelten ist am Ende aber eine moderne Schöpfung, und die Kelten gab es in dieser Form eigentlich nie. Zumindest nie als ein zusammenhängendes Volk. Die Kelten oder auch Keltisch ist eigentlich ein moderner Sammelbegriff für viele verschiedene Stämme und ein sehr weitreichendes kulturelles Spektrum. Der Begriff Keltisch wurde eigentlich auf einen Zweig der indoeuropäischen Sprachen angewandt. Diese Gruppe von verwandten Sprachen wurde von Linguisten als Keltisch bezeichnet und ab dem 18. Jahrhundert eben nicht nur für vergangene Sprachen der Antike verwendet, sondern auch für noch lebende Sprachen heute, die mit diesen in Verwandtschaft stehen. Von da an wurde dann der Begriff der Kelten populär und Sprecher der noch lebenden keltischen Sprachen nahmen ihn an und sahen sich bald selbst eben als Kelten. Gerade aber eben an Orten wie Irland oder Schottland hatte es bis dahin eigentlich niemanden gegeben, der sich selbst als keltisch bezeichnet hätte. Unter den Sprechern der verschiedenen keltischen Sprachen hatte es eigentlich nie die Idee gegeben, dass sie alle Kelten wären. Der Name Kelten stammt von dem griechischen Wort Keltoi, das von antiken Autoren bereits bis ins 6. Jahrhundert vor Christus zurückverwendet wurde. Das aber eigentlich nur für einige wenige Stämme, die im Quellgebiet der Donau, beim heutigen Marseille in Frankreich lebten. Für andere Stämme gab es andere Namen, wie zum Beispiel die Gallier oder die Galater, wobei Caesar berichtet, dass sich die Gallier manchmal auch selbst Kelte nannten. Damit wäre dieser Name von einigen Stämmen zumindest auch als eine Eigenbezeichnung angenommen worden. Andere Stämme dagegen kannten dieses Wort gar nicht. Bei den keltischen Bewohnern von Irland oder Schottland war der Begriff keltisch bis in die Neuzeit hinein völlig unbekannt. Bereits den antiken römischen und griechischen Autoren war nun aufgefallen, dass viele dieser Stämme in Europa ähnliche Sprachen und eine ähnliche Kultur hatten, und so verwendeten sie bald für viele Stämme Begriffe wie Kelten oder Gallier. Zum Teil auch, wenn diese Stämme selbst sich gar nicht als solche bezeichneten. Der Begriff Kelten als Sammelbegriff für alle diese Stämme setzte sich dann aber eben erst heute durch. Eben auch für Gruppen, die sich selbst nie als Kelten bezeichnet hatten und die oft auch von klassischen Autoren nie als solche genannt wurden. Der vereinende Punkt ist dabei die Sprache. Teil der Kelten sind demnach alle Stämme und Völker, die eine keltische Sprache hatten oder noch immer haben. Mit einer verwandten Sprache ging aber auch oft eine durchaus verwandte Kultur einher. Man darf zwar nicht vergessen, dass die Kelten trotz allem kein einziges Volk waren und jeder Stamm und jede Region bis zu einem gewissen Grad eine eigene Kultur hatte, aber dennoch lassen sich gewisse kulturelle Merkmale finden, die entlang der sprachlichen Verwandtschaft ebenfalls ähnlich und klar verwandt sind. Es ergibt sich damit ein großes und auch in sich durchaus diverses kulturelles Spektrum der Kelten und diese streckte sich tatsächlich sehr weit über Raum und Zeit. Seinen Anfang hatte die Kultur der Kelten so mit der Hallstattkultur in den Alpen, wobei das namensgebende Hallstatt im heutigen Österreich liegt. Dort entwickelte sich aus der sogenannten Urnenfelder Kultur die erste greifbare keltische Kultur heraus
Und das bereits im 12. Jahrhundert vor Christus und damit noch in der europäischen Bronzezeit. Die ersten Kelten von Hallstatt waren dabei besonders für den Salzabbau berühmt, aber sie stellten auch kunstvolle Objekte aus Bronze her und trieben weitreichenden Handel. Das Salz der Kelten fand seinen Weg zum Beispiel bis nach Griechenland, von wo dann wiederum andere Waren, wie zum Beispiel Tonwaren, importiert wurden. Und da dieses Volk eben auch schon mit der Erwähnung durch die Griechen im 6. Jahrhundert vor Christus einen Namen erhielt, sind die Kelten auch das älteste Volk nördlich der Alpen, das uns namentlich bekannt ist und für die eben nicht mehr Begriffe wie Urnenfelderkultur verwendet werden muss. Etwa ab 450 vor Christus wurde die Hallstattzeit dann durch die Latinezeit abgelöst, die sich durch einen neuen, deutlich mediterraner geprägten Kunststil der Kelten auszeichnet. Benannt ist diese Periode nach einem Fundort in der Schweiz. Im Verlauf der Hallstatt- und der Latinezeit hatten sich die keltisch sprechenden Stämme und einige der typisch keltischen kulturellen Aspekte auch weit über Europa verbreitet. Zum Höhepunkt der keltischen Kultur lebten Kelten von Spanien und den britischen Inseln über Zentraleuropa bis hin nach Anatolien. Die Wanderungen dieser Volksgruppe reichten in Europa dabei weit, wobei sich manche Kelten in neue Gebiete ansiedelten, während den anderen Kelten stets sesshaft blieben. Zur Latinezeit erbauten viele keltische Stämme auch sogenannte Oppida, die befestigte, fast stadtähnliche Siedlungen darstellten. Besonders in der Region von Gallien trieben sie auch viel Handel und waren durchaus für ihr Handwerk und ihr Kunst in der Metallverarbeitung bekannt. Selbst ein keltisches Münzwesen gab es in Gallien. Auf der anderen Seite waren die Kelten aber auch ein durchaus sehr kriegerisches Volk und waren unter anderem dafür bekannt, die Köpfe ihrer Feinde als Trophäen zu erbeuten. Auch viele andere Aspekte der keltischen Kultur und vor allem ihrer Religion erschienen äußeren Autoren oft sehr sonderbar, unheimlich oder geradezu barbarisch. Besonders berühmt sind natürlich die Druiden der Kelten, die uns aus Gallien und von den britischen Inseln bekannt sind und die sowohl als religiöse wie auch politische Führer der Kelten dienten. Sie führten die Opfer und Rituale der Kelten, kannten ihre Mythen und Sagen, sie waren Berater, Richter und Lehrer. Schließlich aber wurden die meisten keltischen Gebiete maßgeblich durch die Römer erobert. Caesars Krieg in Gallien ist dabei besonders bekannt und die Römer drangen sogar bis auf die britischen Inseln vor, die sie aber nie gänzlich erobern konnten. In den eroberten Gebieten entwickelte sich dann oft eine sehr interessante keltisch-römische Mischkultur wie die gallo-römische Kultur in Gallien. Aber auch die Germanen drangen oft in ehemals keltische Gebiete vor und verdrängten oder vermischten sich mit diesen. Mit der Annahme des Christentums im Römischen Reich wurden dann auch die meisten Kelten bald christlich. Eine heidnische keltische Kultur hielt sich dann noch am längsten auf den Inseln und besonders auf Irland. Erst im 5. Jahrhundert sollte auch dort das Christentum Einzug halten und es zur Bildung des keltischen Christentums kommen, das sich durch einige ganz bestimmte keltische Merkmale auszeichnet. Aspekte der keltischen Kulturen, vor allem der Sprachen der Kelten, blieben damit weiterhin erhalten und noch heute gibt es einige keltische Sprachen, die aktiv noch gesprochen werden. Die keltische Kultur aber umfasst damit einen gewaltigen geografischen und zeitlichen Raum. Nimmt man nur die Zeit von der Hallstattkultur bis zur Christianisierung, so wären es damit schon beinahe 2000 Jahre. In dieser Zeit und über die großen Distanzen hinweg ergaben sich bei den Kelten viel kulturelle Entwicklung und innere Diversität. Das heißt unter anderem auch, dass sich die Mythen und Sagen der Kelten zwischen den Stämmen und über die Zeit hinweg durchaus stark entwickeln und unterscheiden können. Und man nicht wirklich von einer keltischen Mythologie oder einem keltischen Pantheon sprechen kann. Was die keltischen Mythen angeht, so steht man zusätzlich noch vor dem Problem, dass die keltischen Stämme selbst uns praktisch gar keine schriftlichen Zeugnisse zurückließen. Zwar gab es mit der Occam-Schrift zumindest spät und auf den Inseln eine eigene keltische Schrift, aber diese wurde nur für Inschriften und nicht für längere Texte oder gar Bücher verwendet. Auch die Gallier kannten durchaus römische und griechische Schrift, aber auch ihre Geschichten blieben stets mündlich. Zum Teil erst sehr lange nach der Christianisierung wurde dann einiges Material, vor allem auf Irland, schriftlich aufgezeichnet. Dies vor allem in vier großen Zyklen: dem mythischen Zyklus, dem Ulster-Zyklus, dem Finn-Zyklus
und dem Zyklus der Könige oder auch der historische Zyklus genannt. Dazu kommt auch noch Literatur aus Wales, Schottland, Cornwall oder der Britannia auf dem Kontinent. Obwohl erst oft so viele Jahrhunderte nach der Christianisierung entstanden, geben uns diese Sagen der keltischen Bevölkerung der Inseln doch einen gewissen Einblick auf die Mythen der vorchristlichen Kelten und auf jeden Fall stellen sie grundlegend die keltische Sagenwelt dar. Darüber hinaus haben wir die Berichte von Autoren von außen, wie die Römer oder Griechen der Antike, die in ihren Texten Beschreibungen der keltischen Kultur festhielten. Auch wenn man gerade Texte wie die von Caesar, der mit den Galliern ja aktiv Krieg führte, nicht unkritisch lesen kann, sind sie dennoch besonders wertvoll. Sie hielten Informationen bis in die Antike zurück fest und erlauben uns zumindest einen gewissen Einblick auf die Kultur der antiken Kelten. Und dann ist da natürlich auch noch die Archäologie. Seit der Hallstattkultur ließen die Kelten viele kunstvolle Objekte zurück und wir können durch diese bis heute sehr viel über ihre Kultur und ihr Leben und auch ihren Glauben lernen. Auch der Fokus dieses Projekts wird damit auf den Sagen der Inseln liegen und auf Sammlungen wie dem Ulster-Zyklus aus Irland oder auf dem Mabinogion aus Wales. Aber auch auf die Kultur der Kelten des Kontinents und hier besonders auf Gallien will ich eingehen und was wir aus antiken Quellen und durch Archäologie über diese und ihre Kultur erfahren können. Damit soll es in diesem Projekt zur keltischen Mythologie zentral um die Geschichten von Helden wie Cuchulain aus Irland oder die göttlichen Tuatha de Danann gehen, aber auch um Götter wie Cernunnos oder Epona, von denen wir zwar keine Mythen kennen, aber dafür archäologische Belege haben und Beschreibungen aus antiken Quellen. Ebenfalls will ich auch wieder auf kulturelle Aspekte wie die Rolle von Druiden oder Opferriten der Kelten eingehen. Und als Zusatz dazu will ich in diesem Projekt auch zumindest auf einige Geschichten eingehen, die später primär aus keltischen Sagen hervorgingen. Auch die Artus-Sage und Geschichten der Ritter der Tafelrunde sollen Teil dieses Projekts werden. Diese entstanden zwar eigentlich erst alle im Mittelalter, haben aber ihre Wurzeln ganz eindeutig zentral in der keltischen Kultur- und Sagenwelt. Und damit finde ich, ist dieses Projekt auch ein passender Ort, um auch auf diese sagenhaften Geschichten einzugehen. Ich hoffe nun, dass ich euch mit dieser Folge 0 einen guten Überblick über die Kultur der Kelten und deren Zeit und Raum geben konnte und darüber, worum es in diesem Projekt gehen soll. Wie immer könnt ihr natürlich auch wieder eure Vorschläge für die ersten Videothemen unserer Reise in die keltische Kultur und Mythologie und eure Meinung zu diesem Video in die Kommentare schreiben. Und bevor ich mich ganz verabschiede, will ich mich auch noch einmal kurz schon im Vorhinein entschuldigen. Keltische Namen sind durchaus schwierig auszusprechen, wenn man selbst keine keltische Sprache kennt. Sehr viele der Namen, die in dieser Videoreihe noch kommen werden, werde ich ziemlich sicher ordentlich falsch aussprechen und ich hoffe, dass ihr mir das nachsehen könnt. Und ich sage vielen Dank an meine Patreons, die diese Videos unterstützen. Und tschüss YouTube, bis zum nächsten Mal bei der keltischen Mythologie.